Gleich drei Hauptdarsteller des Films Der Onkel, wo Clemens Hallmann als Produzent fungierte, waren für die diesjährige Romy nominiert. Anke Engelke erhielt die prestigeträchtige Auszeichnung in der Kategorie Beliebteste Schauspielerin Film. Clemens Hallmann fungierte als Produzent von Der Onkel, bei dem Anke Engelke neben Michael Ostrowski und Simon Schwarz die weibliche Hauptrolle spielte und der im Mai 2022 seine Österreich-Premiere feierte. Michael Ostrowski, der in der Kategorie Beliebtester Schauspieler in einer Serie oder Reihe selbst für die diesjährige Romy nominiert war, nahm für die abwesende Anke Engelke, die aufgrund von Dreharbeiten nicht teilnehmen konnte, ihre Auszeichnung entgegen. Der Onkel war Ostrowskis erste Romanverfilmung, bei der er Regie führte und am Drehbuch mitwirkte. Michael Ostrowski ist bereits selbst Romy-Preisträger. Ebenfalls für die Romy 2023 nominiert waren zwei weitere Schauspieler, mit denen der Filmproduzent Clemens Hallmann kürzlich zusammengearbeitet hatte. Jeff Wilbusch und Florian David Fitz. Jeff Wilbusch spielte die Hauptrolle im Nachkriegsdrama Schächten, bei dem die Hallmann Entertainment Company die Co-Produktion übernahm. Florian David Fitz verfasste das Drehbuch und spielte eine der Hauptrollen im Film Oscars Kleid, bei dem Clemens Hallmann Exekutivproducer war.